Wer schnappt sich das letzte Ticket für Liga 3? Der BFC Dynamo um den Ex-Magdeburger Christian Beck? Oder der ehemalige Zweitligist, der VfB Oldenburg? Das Hinspiel in Berlin vor toller Kulisse. Der Rekord-DDR-Meister will diese nutzen. Aber die Gäste aus Oldenburg in Blau erstmal mit der Ecke. Und die kommt von Engel und die kommt richtig gefährlich. Robert Czitarski vollendet 27. Minute die 1:0-Führung für die Gäste. Er bringt den Meister der Regionalliga Nord in Führung. Tolle Hereingabe, toller Kopfball. Nichts zu reparieren mehr für Staila im Tor. Wie antwortet der Meister der Regionalliga Nordost? Erstmal hat Wiegel hier Probleme. Das ist Max Wegner, der Kapitän der Gäste. Versucht's direkt. Legt fast das nächste Tor nach. Nur 2 Minuten nach der Führung. Ausgangspunkt natürlich der Fehler. Wegner, die Offensivkraft. Hier fast mit dem 2:0. 6 Tore hat er in der Saison schon erzielen können. Wann zeigen sich die Hausherren noch vor der Pause diese Situation? Der Ballgewinn, dann kommt Christian Beck in Schussposition, wird aber geblockt. Vor der Saison gekommen, 23 Tore erzielt, Torschützenkönig geworden. Hier nähert er sich erstmal an. Oldenburg führt zur Pause und 5000 sind zum Sportforum Hohenschönhausen gekommen. 600 aus Oldenburg, darunter der Präsident vom VfB, Wolfgang Sittger, Hertha-Legende. Und er sieht diese Ecke zu Beginn der zweiten Hälfte und die wird richtig brenzlig, aber sie kriegen es bereinigt. Der BFC mit der vielleicht besten Gelegenheit, 49. Minute, Brand aus kurzer Distanz. Seine Mannschaft. Die von Christian Benbenek macht jetzt aber ernst. Sie erhöhen den Druck und sie werden noch gefährlicher. Hereingabe und das wieder Beck. Vorbei. Tolle Flanke. Und den lässt sich ein Christian Beck doch normalerweise nicht nehmen. Es bleibt also beim 0:1. Dann mal wieder ein Lebenszeichen der Gäste. Wieder eine Ecke. 78. Minute. Wieder wird es gefährlich. Und wieder klingelt's. Und wieder ist es Robert Czitarski. Kaum zu glauben, in der Saison hat er nur 3 Tore erzielt. Aber hier in diesem so wichtigen Spiel trifft er gleich doppelt. Schlecht allerdings auch verteidigt. Niemand ist bei ihm. Und der Torhüter sieht auch nicht gut aus. Dario Fossi, seine Mannschaft, kann hier einen richtig großen ersten Schritt machen. Nur noch wenige Sekunden zu spielen. Und dann diese Szene. Steinborn geht vorbei. Das hätte das Tor für den BFC sein können. Das hätte der Anschlusstreffer sein können, weil Böwing das Spielgerät nicht festhalten kann. So darf er aber jubeln. Der VfB Oldenburg gewinnt das Hinspiel der Aufstiegsspiele mit 2:0. Wenn man 2:0 gewinnt, ist man überglücklich. Ich bin sehr, sehr glücklich über die erste Halbzeit. Wir haben das schon so angenommen, wie wir es machen mussten. Die zweite Halbzeit hat mir dann so vom Spielverlauf nicht so gut gefallen. Aber wir haben das, was Dynamo ausmacht. Flanken haben wir sehr gut verteidigt. Wir hatten, glaube ich, 2 Torchancen in 90 Minuten gegen uns, die gefährlich waren. Wir haben es sehr gut verteidigt. Wir fahren jetzt mit dem 2:0 nach Hause. Natürlich bin ich als Trainer sehr zufrieden. Was haben Sie der Mannschaft direkt nach Abpfiff gesagt im Kreis? Dass es gerade Halbzeit ist. Scheiß Ergebnis zur Halbzeit, 0:2. Aber es ist erst die Halbzeit. Wir sind nicht so weit gekommen, dass wir nach einem Spiel jetzt sagen, okay, das war's. Das machen wir auf gar keinen Fall. Oldenburg hat jetzt richtig gute Karten. Aber wir werden nach Oldenburg fahren, um es trotzdem noch zu schaffen. Die Berliner waren insgesamt zu nervös. Die Gäste hingegen unglaublich abgeklärt. Das Rückspiel und damit die Entscheidung gibt es in einer Woche. Dann in Oldenburg. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.